Kokoswasser, Granderwasser und gefiltertes Wasser waren gestern. Der aktuelle Trinktrend heißt Birkenwasser. Und der gilt sogar als Wundermittel gegen Rheuma, Gicht oder Haarausfall. Doch das wissen Kräuterkenner schon seit Jahren. Früher haben die Leute über Besenreise geschnitten bei den Birken. Das haben sie gemacht, weil die Birken noch nicht im Saft waren, damit der Besen dann schön beieinander geblieben ist. Und wie die Birken dann in Saft gekommen ist, ist genau an die Asteln, wo zuerst geschnitten worden ist, der Saft rausgekommen. Und die alten Leute haben früher immer gesagt, die Kinder sollen sie unterstellen, damit es gut für Haut und Haar. Tut das schon. Jedes Jahr erntet die Kräuterpädagogin Barbara Riegler das Wasser aus ihren Birken. Und dafür braucht die Bäuerin nur einen Bohrer. Ja, ich bohre immer bis knapp unter die Rinde. Sobald man ein bisschen drinnen ist, fängt schon an zum Rinnen, weil ja die Flüssigkeiten in den äußeren Zellgeweben aufsteigen. Also man braucht überhaupt nicht in den Stamm in die Tiefe reinbohren. Das ist gar nicht notwendig. Also die Verletzung ist nicht so arg. Also die ist nur im äußeren Stammbereich. Wenn man natürlich eine kleine Birken hat, die nur recht dünn ist, dann ist natürlich eine größere Verwundung für den Baum, wie wenn es schon so eine schöne alte ist. Das Wasser der Birke kann auch aus den Ästen gewonnen werden. Jedes Jahr kann dann für rund 3 Wochen der Saft geerntet werden. Man sagt, dass ab lichtmäßig Bäume anfangen, dass sie den Saft nach oben pumpen. Wenn es bei uns recht kalt ist, wie in den vergangenen Nächten, wo es friert noch in der Nacht, dann rinnt auch kein Saft nicht. Aber wie es tagsüber ein paar Plusgrade hat, fängt der Saft auch zum Rinnen. Und das hört auch schlagartig wieder auf, sobald die Birken die Blatteln gekriegt hat. Rund 70 Liter Wasser fließen durchschnittlich durch eine alte Birke. Abgezapft werden davon aber meist nur 1 bis 2 Liter. Und das Loch rinnt auch dann nur ungefähr 3 Tage. Und dann fängt an, dass der Baum die Wunde verheilen versucht. Und dann verschließt es sich ein wenig. Das wird immer weniger und weniger. Und dann hört es automatisch auf. Also wir nehmen der Birken auf gar keinen Fall da jetzt die Lebenskraft weg. Es tut ja wahrscheinlich schon ein bisschen weh, aber es ist im Verhältnis zu dem, was es noch trotzdem hat, ganz wenig. Birkenwasser gilt als wahrer Geheimtipp. Ihm wird eine heilende und gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Also die Birke, die hat ganz gut entschlackende, frühjahrsreinigende Stoffe drin. Kalium, Phosphor, Calcium, Zink, Mangan. Also ganz viele Spurenelemente und Mineralstoffe. Und natürlich ein bisschen an Zucker. Doch der Birkenzucker hat Nebenwirkungen. Xylit, wie der Zucker aus der Birke noch genannt wird, ist ein sogenannter Zuckerersatzstoff. Das kann einfach bei vielen zu Unverträglichkeiten führen, also Blähungen, es kann den Stoffwechsel stören. Also insofern muss man das schon beachten, dass man nicht allzu viel davon trinkt. Bei einer sogenannten Birkenwasserkur wird daher täglich nur ein kleines Glas vom Baumsaft getrunken. Auch im Kurhaus in Bad Kreuzen kommt das heimische Getränk zum Einsatz. 8 Liter am Tag, sagt man, 3 Wochen lang, dann hat man eine gute Frühjahrsreinigung durchgeführt. Neben einem erhöhten Harndrang kann die Kur auch zu Hautunreinheiten führen. Davon darf man sich aber nicht abschrecken lassen, raten Experten. Die Haut ist ja das 3. Ausscheidungsorgan und der Birkensaft wirkt eben da gut. Dann soll man aber nicht zum Trinken aufhören, wenn man sonst keine Probleme nicht kriegt, weil dann merkt man erst, dass der Entschlackungsprozess in Gang gekommen ist. Symptome, die etwa durch Rheuma, Gicht oder Arthritis auftreten, sollen durch das Birkenwasser gemildert werden. Grundsätzlich kann jeder eine Birkenkur machen. Außer wenn man Nierenprobleme hat oder Ödeme aufgrund von Herzproblemen, dann soll man es nicht trinken, weil die Birken, die fördert die Ausscheidung. Das heißt, es wird mehr Harnmenge produziert und man soll ja auch Flüssigkeit dazu trinken. Also das Birkenwasser ersetzt nicht die Flüssigkeit, die man trinken soll. Wer keine Birke im Garten hat, der kann ja beim Nachbarn anbohren. Aber dabei vorher unbedingt um Erlaubnis fragen.